Und damit herzlich willkommen zurück. Und was ich nicht gesehen habe oder übersehen habe, was mir jetzt wieder beim Durchrennen nochmal sämtlicher Abteile aufgefallen ist, ist bei uns im Abteil, wo wir den Koffer von Frau Olsen ja nicht aufbekommen, ist aber auch hier noch eine Hutschachtel. Haha. Und wir haben es. Das passt ausgezeichnet. Gut, wir haben die beiden Drahtgestelle, sonst ist hier nichts. Und was ich noch gefunden habe, muss ich mal eben kurz schauen, dass ich auch jetzt ins richtige Abteil gehe. Da. Wie gesagt, ich habe nochmal sämtliche Abteile, bin ich nochmal durchgegangen und hier leuchtet er schon lustig auf. Es ist ein Knopf. Dieser Knopf scheint von der Uniform eines Schaffners zu stammen. So, und wir haben den zweiten Hutrahmen. Sehr schön. Das heißt, wir können. Das war ja das, was wir benötigt haben. Nee, da. Gegenstände finden, mit deren Hilfe das verkohlte Papier wieder lesbar gemacht werden kann. Das heißt, wir können zurück zu Poirot. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie wir das kombinieren. Wir haben ja schon. Ja, unsere Quelle. Mal schauen. Müssen wir das hier so kombinieren? Ich weiß es nicht. Wo ist nur alle Papierfetzen? Da. Zack. Zack. Das passt nicht Nee, fehlt ja zusammen. auch noch einer. Da. Hä? Moment. Da ist der zweite. Das scheint nicht zu funktionieren. Wie jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir müssen das erhitzen. Das passt nicht zusammen. Hier stimmt etwas Okay. nicht. Mit der Brennschere lässt sich das verkohlte Papier Ah gut ja, halten. genau. Ungefähr der Art musste das ja sein. Okay, wir haben jetzt also den Papierfetzen an der Brennschere. Jetzt ist die Frage. Können wir das überhaupt so kombinieren? Wir können ja mal fragen. Ich habe alles, was ich brauche, um das Papier wieder lesbar zu machen. Das ist sehr erfreulich. Ich habe alle Teile. Jetzt muss ich sie nur richtig Aha, zusammensetzen. okay. Gut, wir brauchen den Spirituskocher. Ich glaube, das wäre hier nicht Was? angebracht. Okay. Warte, dann. Das können wir dahin packen. Okay. Dann müssen wir den brauchen wir den anderen Rahmen. Kommt Ihnen Ach, Ihre Vorgehensweise Mensch, nicht? sei doch mal ruhig. Nein, das ist nicht richtig. Ich muss das Papier zuerst Und dazwischen warum haben wir bekommen. das dann schon mit der Dingsbums kombiniert? Verstehe ich jetzt nicht. Huch. Aha, Papier ist jetzt drauf. Okay, dafür brauchten wir jetzt aber doch nicht die Heizzange. Gut, dann kommt jetzt. Der Papierhalter steht jetzt richtig. Jetzt brauche ich eine Hitzequelle. Haben wir. Anu? Member Little Daisy Armstrong. Daisy Armstrong, c'est ça. Ich weiß jetzt, wie der Tote wirklich hieß. Und warum er Amerika verlassen musste. Monsieur Poirot, ich habe diesen Fall in meinem Tagebuch.
Ich erinnere mich gut an den Fall. Es ist 10 Jahre her. Colonel Armstrong war Engländer. Er war mit der Tochter Linda Adams verheiratet, der berühmtesten amerikanischen Tragödie jener Zeit. Sie lebten in New York und hatten ein 3-jähriges Kind, das sie über alles liebten. 2 Männer entführten Daisy aus den Armen ihres Kindermädchens. Die Polizei war überzeugt, dass die junge Frau mit dem Verbrechen zu tun hatte und hat sie unbarmherzig verhört. Das enorme Lösegeld wurde bezahlt, aber 2 Wochen vergingen, ohne dass die Entführer sich meldeten. Dann gab es eine heiße Spur. 2 Brüder namens Perkinson wurden von Zeugen identifiziert und bis zu einem entlegenen Bauernhof außerhalb der Stadt beschattet. Die Perkinsons wurden auf dem Bauernhof verhaftet, wo sie und eine nicht identifizierte Frau sich versteckt hatten. Sie kamen vor Gericht und wurden verurteilt. Beim Prozess belasteten sie Cassetti. Er stecke nicht nur hinter der Entführung, er habe auch das kleine Mädchen erschossen. Die reumütige Aussage der Gebrüder Perkinson überraschte viele. Aber sie hatten nun mal die Tat gestanden. Und darauf steht in Amerika die Höchststrafe. Vor der Urteilsverkündung versuchten die Perkinsons zu fliehen. Jeffrey wurde festgenommen, aber sein Bruder Robert nicht. Und Cassetti verschwand spurlos. Mrs. Armstrong erlitt eine Fehlgeburt, an der sie selbst starb. Am Abend nach dem doppelten Begräbnis kehrte der untröstliche Colonel Armstrong zum Familiensitz in der Park Avenue zurück. Er schloss sich in sein Arbeitszimmer ein und erschoss sich. Kurz nachdem Jeffrey Perkinson auf dem elektrischen Stuhl starb, wurde im New Yorker Hafen ein Toter entdeckt. Er wurde von einem Verwandten als Robert Perkinson identifiziert. Ob es Selbstmord war oder ob er durch Cassettis Hand starb, wurde nie aufgeklärt. Cassetti war noch auf freiem Fuß. Mal sah man ihn hier, mal da. Und es gab noch eine weitere Tragödie. Die Polizei schenkte dem hysterischen Kindermädchen keinen Glauben. Man hoffte, durch sie an Cassetti zu kommen. In ihrer Verzweiflung stürzte sich die Ärmste schließlich aus dem Fenster und starb. Später erwies sich, dass sie mit der Entführung absolut nichts zu tun hatte und unschuldig war. Cassetti steckte dahinter, da gibt es keine Zweifel. Er hatte zuvor schon dieselbe Methode angewandt. Er heuerte Männer für die gefährliche Arbeit an, aber den Großteil des Lösegeldes behielt er für sich. Und er tötete immer das Opfer, wenn ihm die Polizei auf den Fersen war. So machte er sich viele Feinde. Ich kann um seinen Tod nicht trauern. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Mademoiselle. Aber musste er ausgerechnet an Bord eines unserer Züge getötet werden? Es gibt andere Orte. In der Tat. Die Ermittlung geht weiter. Und wir machen Fortschritte, Nispa. Jetzt wird es Zeit, Hinweise zu sammeln. Sammeln Sie alle Reisepässe ein. Sammeln Sie Informationen über unsere Verdächtigen. Suchen Sie nach Indizien. Folgen Sie jeder erdenklichen Spur. Hey. Klingt spannend. Mal gucken, wir durchleuchten die jetzt mal. Und das erklärt auch die Anfangssequenz mit der Polizei, die geschossen hat. Meine Güte, hier ist es auf einmal sehr kalt geworden. Mademoiselle, der Lokführer hat mich gerade informiert. Ein Steinbrocken von der Lawine hat das Fahrgestell des Kohlewagens getroffen. Das Dampfrohr für die Heizung des Zuges ist gebrochen. Es muss repariert werden, sonst werden wir alle erfrieren. Kann das ein Zufall sein? Auf jeden Fall sollte ich dem nachgehen. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Okay, jetzt machen wir das. Wir reparieren das Heizrohr. Das heißt, wir können jetzt raus. Wo konnten wir denn raus? Im Speisewagen. War das, ne? Die Tür. Da war doch eine Tür. Jetzt sind die da gar nicht mehr. Aber wir sollten ja die Dings noch sammeln. Pardon, Mademoiselle, ich würde mich gerne später mit Ihnen unterhalten. Das sieht so lecker aus. Okay, können wir uns das angucken? Nö. Hier konnten wir raus. Diese Tür nach draußen wurde auf Anordnung von Monsieur Poirot. Ja, aber wir handeln doch im Auftrag von Monsieur Poirot. Die Gott. Tür des Dann ist das nicht richtig. Wo könnten wir jetzt sein? Im Salonwagen? Dass wir die Pässe erstmal eben einsammeln. Wahrscheinlich muss man hier Reihenfolgen einhalten.
Ah. Eine Lawine, ein Mord und jetzt keine Heizung. Eine unglückliche Reise für uns alle. Eine Lawine. Ja. Kriegen wir den Pass? Ach, warte mal, den mussten sie wahrscheinlich abgeben. Die werden den gar nicht haben. Was haben die zu sagen? Es tut mir leid. Ich mache mir viel zu viel Sorgen um das Wohl meiner Frau, um jetzt mit Ihnen zu sprechen. Wir müssen einen Weg finden, die Heizung wieder in Gang zu bringen. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, die Heizung wieder in Gang zu bringen. Ja, ist ja gut. So, wo sind denn die anderen? Aha. Wie soll ich mit Ihnen sprechen, wenn meine Zähne so klappern? Können Sie sich keine Jacken überziehen, mal ehrlich? Na gut. Dann bleibt ja nur noch der Schaffner, dass der Schaffner die Pässe hat, oder? Oder habe ich die? Moment, habe ich die Pässe? Nee. Habe ich noch nicht. Hat er die? Ah, ja, den möchte ich. Ich möchte einen Schlüssel zum Gepäckwagen. Nehmen Sie bitte einen von mir. Warum haben Sie mehr als einen Schlüssel zum Gepäckwagen? Ich helfe häufig beim Laden und Entladen an den kleineren Bahnhöfen. Manchmal muss ich den Händlern einen Schlüssel ausleihen. Das reicht mir schon, Pierre. Cool. Wo kriege ich denn jetzt die Pässe her, verdammt nochmal? Irgendwas geändert? Müssen wir jetzt hier die Pässe einsammeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe es. Okay. Na gut. Das heißt, wir können zum Gepäckwagen. Cool. Da können wir nicht hin, ne? Wir müssen nur mal durch den ganzen Dings laufen. Aber jetzt können wir endlich da in den Gepäckwagen rein. Sehr schön. Los. Die Tür des Gepäckwagens ist verschlossen. Moment, Pierre hat uns... Ach, da ist er. Da. Mit einer Cutscene. Der Schlüssel hat gepasst. Wäre ja auch ein Ding gewesen, wenn nicht. Endlich. Das enthält nichts, was mir von Nutzen sein könnte. Okay. Diese Güter werden verladen. Sie gehören niemandem, der zurzeit im Zug ist. Mhm. Lebensmittel für die Reise. Die rühre ich lieber nicht an. Ich möchte Klaus Zorn nicht unnötig auf mich ziehen. Na gut. Hä? Sehr interessant. Was? Was ist... Okay. Was haben wir hier? Bis Peace, two pairs. Hä? Sehr interessant. Was? Okay. Nee, das können wir nicht anklicken. Das ist ein Ding. Doch, jetzt. Können wir uns das angucken. Istanbul, Paris, Luggage and 2. Was? Das ist die Frachtgutliste. Daraus geht hervor, dass in Belgrad 3 Fässer geladen wurden. Eines mit Olivenöl, eines mit Honig und eines mit Essig. Außerdem wird eine gesicherte Sonderfracht erwähnt, die in Istanbul geladen wurde. Aha, da ist der Essig. Ein Fässchen Weißweinessig. Das ist Olivenöl. Olivenöl aus Saloniki, das feinste Öl Griechenlands. Ich habe von diesem Honig gehört. Er soll sehr gut schmecken. Gut, und wo ist das Special-Paket hier?
Es sieht schlimm aus da draußen. Das scheint eine Sicherheitstür zu sein. Sie ist dementsprechend fest verriegelt. Okay, und weiter können wir nicht? Nee. Na gut. Den Schlüssel haben wir trotzdem noch. Aber wir können mit dem Schlüssel nicht in diese Sicherheitstür rein, ne? Doch, können wir. Oder? Dieser Schlüssel passt hier nicht. Hätte ja sein können. Sag mal, ist die aufgebrochen hier, die Kiste? Ihr sagt zwar interessant, das sieht für mich irgendwie so aus, als wenn die hier eine Kiste aufgebrochen hätten oder aufgemacht hätten. Gut, aber anscheinend können wir hier nicht mehr machen. Ich würde eben nochmal gucken, ob wir in die anderen Wagen können. In die anderen Abteile können, in die wir vorher nicht konnten. Weil der Foscarelli, der sitzt ja da vorne. Diese Tür ist fest verriegelt. Bei McQueen auch noch? Fest verriegelt. Und dann waren ja die beiden waren auch zu noch, ne? Ja. Diese Tür ist fest. Die Tür ist verschlossen. Ist ja gut. So, haben sich hier irgendwelche Sachen geändert? Packen den Knopf mal hier mit zu. Wo kriegen wir jetzt die Pässe von den anderen her? Ich verstehe das jetzt irgendwie nicht. Dokumente. Geschwätziger Brief. Genau, den haben wir ja gefunden. 17. November 34. Liebe Mama, Max lässt dich ganz lieb grüßen, wie auch deine Enkel. Schade, dass wir uns nur einen Tag lang sehen werden, bevor du mit dem Schiff heimfährst. Aber die Erinnerungen an deinen Besuch bei uns am Anfang deiner Europareise werden uns immer erhalten bleiben. Die Kinder freuen sich unendlich darauf, von dir an deinem letzten Abend in Europa ins Bett gebracht zu werden und eine gute Nachtgeschichte zu hören. Ich soll dir ausrichten, dass ihnen Hänsel und Gretel besonders gut gefallen hat, so wie mir in ihrem Alter. Susi hat mich gefragt, ob es ein Rezept für gebackene Hexe gibt. Ist das nicht süß? Und Max Junior wollte sofort los, um den bösen Wolf totzuschießen und dir aus seinem Fell einen warmen Pelzumhang zu machen. Ich weiß, er hat die Märchen verwechselt, aber ist das nicht allerliebst? Was hattest du nur für ein Pech in Prag und Istanbul mit dem schlechten Service in den Hotels, Gepäckträgern, Bettlern und so weiter? Und das nach den Zwischenfällen in London und hier? Das Reisen außerhalb der USA kann beschwerlich sein, aber ich bin sicher, dass die amerikanischen Konsulate jene Oasen amerikanischer Werte in diesen abgelegenen Ländern imstande waren, dir dabei zu helfen. Aber stell dir vor, Mama, alle Unannehmlichkeiten hast du hinter dir, wenn du einmal im luxuriösen Express bist. Das ist wirklich die einfachste Art zu reisen. Du sitzt einfach im Zug, bis du Paris erreichst. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen und all die lustigen Geschichten über deine Reise in meinem Lieblingszug zu hören. Deine dich liebende Tochter Maureen. Na, die wird was erzählen können. Okay. Okay, da sind aber nicht viele Armeeoffizier, unerschütterlich, sonnengebräunt, ausgeprägte Ansichten, verliebte Mary. Mary Debenham. Okay. Als würde ihm gehören Matteo der Schaffner. Wo ist der eigentlich? Da können wir auch nicht hin, ne? In den anderen Kurswagen. Verriegelt. Vermutlich, damit die Wärme nicht am Zugpersonal vergeudet wird. Die meisten von ihnen sind in diesem Wagen untergebracht.
Eine Einstellung, die ziemlich veraltet ist. Gut, wir sollen ja das eine Rohr reparieren, aber wir kommen nicht raus. Und wir kriegen auch die Pässe nicht. Ich denke mal, wir müssen zuerst mit erstmal den Zug wieder warm bekommen. Können wir mit ihm nochmal sprechen? Sie haben nicht erwartet, mich so bald wiederzusehen, nicht wahr? Wo ist der Schlüssel zum Sicherheitsabteil im Gepäckwagen? Mademoiselle, leider wird der Schlüssel bei den Stationsvorstehern aufbewahrt. Guten Tag, Monsieur. Mhm, okay. Ja, ich wundere mich bloß gerade, weil wir nicht rauskommen. Müssen wir vielleicht mit Poirot reden? Mal wieder. Da. Die Heizung im Zug wieder in Gang bringen, Schlüssel zu den verschiedenen Wagen suchen. Das ist mir klar, habe ich doch gemacht. Bei den Stationsvorstehern, das heißt, hier kriegen wir sowieso nichts.